hoffe nur für Jana, dass er irgendwo auf dem Teppich bleibt und dass er weiterhin so ein netter Junge, normaler Junge bleibt. Er hat angefangen zu lernen, kaufmännischen Beruf, und hat es eigentlich wieder hingeschmissen. Das ist einfach nicht mein Ding, am Computer zu sitzen, im Büro zu sitzen. Das ist erstens zu ruhig für mich und zweitens nicht das, was ich wollte und was ich will. Mein Sohn am Schreibtisch, nie im Leben. Und deswegen brauche ich halt noch einen zweiten Job. Ich muss halt hier sehr viel Miet bezahlen und die Kinder halt. Und ich meine, ich erziehe halt auch alleine. Es kostet sehr viel Geld. Und Michael hat nicht gerade kleine Ansprüche. Ich möchte aber auch noch ein bisschen leben. Und nicht nur für Wohnung arbeiten gehen. Und das ist halt momentan der Fall, dass ich eigentlich nur für Wohnung und Essen arbeiten gehe. Jeder sagt, Musik hat keine Zukunft und irgendwann kann es vorbei sein. Stimmt. Aber ich finde, im Job ist das genauso, ganz ehrlich. Wenn man Pech hat. Hast du dann mal nach den Hosen, die eventuell in Frage kommen, und dann sortieren wir aus, was du mitnimmst. Ja? Dann sortiere ich aus. Ja, du. Dieser Schritt irgendwie zum Erwachsenwerden durch das Projekt, es bedeutet mir super viel, weil ich leide darunter, immer diese Kinderrolle noch zu haben hier und so, also manchmal so behandelt zu werden. Und Pullover, wenn es kälter wird. Ja. Ja. Heimweh würde ich auf gar keinen Fall haben, weil ich war schon mal im Urlaub 3 Wochen alleine, also in einer Gastfamilie, und ich habe kein Mal zu Hause vermisst und ich wollte eigentlich auch länger da bleiben und also das wird auf gar keinen Fall das Problem sein. Ich im Grunde genommen, ich bin ganz froh, dass er mal rauskommt, dass er mal auf eigenen Beinen steht, damit er mal ein bisschen Selbstständigkeit lernt. Für ihn ist jetzt erstmal das Ziel, vor New Permanent vorzusingen, weil das so eine Größe ist. Und er ist sich auch sicher, wenn er vor New Permanent vorsingt, dass er den irgendwie überzeugen kann. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück. Ganz viel Glück. Danke, Süße. Du schaffst das, du schaffst das. Ich konzentriere mich eben darauf, was jetzt für Aufgaben auf mich zukommen. Weil ich auf jeden Fall bringt es nichts, irgendwie darüber nachzudenken, oh, jetzt warte meine Süße zu Hause und kann ich mich nicht auf meine Aufgaben konzentrieren, sondern ich konzentriere mich natürlich voll und ganz auf das, was geschieht. Meine Mutter hat viel für mich getan und ich will dir das wiedergeben. Dass sie irgendwann sich hinsetzen kann, sagen, mein Sohn hat es geschafft, und dann, dass ich den Traum erfülle, dass ich jemanden Porsche vor die Tür stelle. Mom, ich sorge dafür, dass du stolz sein kannst. Du kannst hier mal mich morgen früh anrufen, ne? Steffi, habe ich gemerkt, dass Steffi sich an mich rangezogen hat, weil sie schon irgendwie ein bisschen traurig war. Aber ich sag mal, das ist jetzt nur mal eine Chance und die muss ich nutzen. Ich versuche die auch durchzuziehen, so weit wie ich kann. Ich hoffe, dass es an der Beziehung hoffentlich keinen Abbruch tut, also dass man da nicht irgendwann vor den Scherben seiner Beziehung steht. Hallo. No, I'm just sitting here and waiting for the guys. Also es wird für die eine sehr, sehr harte Zeit, weil A, wissen sie, dass sie Konkurrenz haben, B, müssen sie 100% geben. Yeah, I'm very excited to see them. Und alles andere, was außerhalb passiert, ob es Familie, Freundin ist, komplett vergessen. Okay, bye-bye. This is the streets of Earth City. Klar hat man Angst irgendwie, also ich mache mir Gedanken darüber zum Beispiel, ob ich mithalten kann beim Niveau, wie gut die anderen Jungs sind und so weiter, das weiß ich ja nicht. Kann ja sein, dass sie wirklich, dass ich da überhaupt nicht mithalten kann oder so, weiß ich ja nicht. Aber ansonsten freue ich mich, um die Erfahrung zu machen und bin ziemlich aufgeregt.
glaube, dass es bei mir am ehesten der Gesang sein wird, mit dem ich mich hervorheben kann. Als Konkurrent von den anderen vier Deutschen. Es wird mich stark machen, weiß ich. Ich habe eine sehr starke Persönlichkeit in dem Bezug zur Musik und zum Tanzen, dass ich mich nicht runterkriegen lasse, von keinem. Also ich meine, ich bin ja jetzt nicht gerade der Jüngste mehr für diese ganze Geschichte. Ich denke einfach, dass ich sehr, sehr viel Erfahrung mitbringe im Live-Bereich. Das sind vielleicht meine Stärken und da irgendwie auch ein bisschen am Seil zu ziehen, um die Band nach vorne zu bringen. Also egal. Ja, von Pete, 21 aus Köln. Sänger. Sänger. Ich bin mal sehr gespannt, was für eine Musikrichtung läuft. Ich weiß aber, also ich habe gehört, ich wollte, ich weiß noch nicht. Ich habe gehört, Pop mit R&B halt. Ja, und das ist halt, das ist doch bombig, oder? Ja, das ist schön. Ja, ja. Schön, kann gut verbinden. Tanzen. Da kann man auch gut zu tanzen, auf jeden Fall. Muss man natürlich dann nur noch von Berlin irgendwie den Sprung nach Amerika schaffen. Das werden ja nicht alle sein, sondern... Also wenn ich merke, dass ihr mich ins Abseits drängt, zu dem einen oder anderen werde ich vielleicht so Knochen brechen. Also die anderen sind ganz klar Konkurrenten für mich, logisch. Es ist schon so, ich meine, das Leben ist ernst, man muss Geld verdienen, irgendwann muss man es schaffen. Und wenn der eine dann natürlich den Vorzug vor mir bekommt, ist es schon ein Schlag ins Gesicht, das ist klar. Ich würde euch gerne euren Produzenten vorstellen. Das geht los. Also, okay. Vielleicht mal kurz zur Erklärung, wer wir sind, was wir machen. Also Firma Triple M. Wir produzieren seit einigen Jahren schon einige Acts, die auch zwischendurch mal glücklicherweise erfolgreich sind. Was für uns ganz wichtig ist, dass wir sie halt stimmlich testen, weil wenn wir sie zu Lou bringen, müssen die auch die Qualität haben, die Lou auch fordert. Das ist Sammy. Ja. Hallo Sammy. Mann im Bunde. Roger. Einmal der Roger. Unserer Produzent Nummer 3. Du sitzt am nächsten hier zum Pult. Also, lass uns mit dir starten. Wollen wir mit mir starten? Okay. Oh, thinking about all the younger years, there was only you and me. We were young and wild and free. Für mich war es ein bisschen blöd, dass ich schon wieder Bryan Adams gesungen habe. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir nicht mehr singen müssen. Also jetzt am heutigen Tage. Und deswegen habe ich mich jetzt auch nicht mit anderen Liedern vollgestopft. Hast du noch was in der Richtung R&B Pop? Nee, also spontan jetzt erstmal fällt mir nichts ein, ganz ehrlich. Okay, dann machen wir mit dir erstmal eine kleine Pause, dann oder leg mal den Kopfhörer hin und komm mal rüber. Alles klar. Also Roger hat jetzt nicht sehr besonders gesungen, aber es war auch, weil er war halt ein bisschen müde und hat davor noch eine Zigarette schon geraucht und das hat ihn vielleicht seine Stimme ein bisschen beeinflusst. Da merkt man schon, dass er halt Rocksongs gesungen hat und dass er vielleicht mal die eine oder andere Zigarette geraucht hat. Das muss er sich absolut abgewöhnen, weil das ist ganz, ganz wichtig und das ist für uns wichtig, das ist auch für Lou wichtig, dass der Künstler nicht raucht, weil das nicht gut für die Stimme ist. You are my sun, you are my earth, but you didn't know all the ways I loved you. No. Ich hatte einfach irgendwie Angst, so, dass meine Stimme nicht so will, wie ich will und dass meine Stimme versagt und hat sie dann letztendlich auch. You didn't think your thing will come crashing down. No. You don't. Okay, ich fange nochmal neu an. Ich mache noch was anderes, okay? Du bist sehr nervös. Man merkt das in deiner Stimme, dass sie richtig zittert. Was du da gerade machst, klingt für uns schon gut. Wir hören diese Schwankungen, die du da hast durch deine Nervosität, aber wir merken, Talent ist da. Komm mal ein bisschen runter, komm rüber, entspann dich, nehmen wir gehen an den nächsten ran, ja? Der Chris verarbeitet das, weil er 16 ist, glaube ich, noch nicht so gut wie manch anderer. Also weil er eben einfach noch nicht die musikalische Erfahrung hat. Don't let the sun go down on me, yeah. Als ich mit dem Produzenten davor gesungen habe, da war ich schon aufgeregt. Da flattert dann das Herz, egal ob man Erfahrung hat oder nicht. I just allow a fragment of your life.